Simon, wohlgemerkt mit C am Anfang, kann sprechen, sehen, hören, verstehen und fliegen. Und seit wenigen Tagen ist er der neue Mitbewohner und Cyberkollege von Alexander Gerst auf der Raumstation ISS. Simon ist ein autonom agierender Astronautenassistent und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und soll an Bord demonstrieren, wie eine Zusammenarbeit von Menschen und intelligenten Maschinen zukünftig gestaltet werden könnte. Was hat Simon auf dem Kasten? Wie genau kann er Gerst und Kolleginnen und Kollegen unter die Arme greifen? Und ist das die Raumfahrt der Zukunft? Jetzt bei Klick zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Der private Raumfrachter Dragon von Elon Musks Firma SpaceX war Ende Juni Richtung ISS gestartet. Mit im Gepäck waren nicht nur Verpflegung und technische Geräte, sondern auch der neue Cyberkollege für Alexander Gerst und Kolleginnen und Kollegen, der Roboter Simon. Simon steht für Crew Interactive Mobile Companion und wird somit zum siebten Kopf der Besatzung. Dabei ist er nur etwa so groß wie ein Medizinball, genauso rund, wiegt auf der Erde 5 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 32 Zentimetern. Simon ist damit weltweit der erste fliegende und autonom agierende Astronautenassistent, ausgestattet mit KI, künstlicher Intelligenz. Sein Vorbild stammt aus der Zeichentrickserie Captain Future, nämlich das fliegende Gehirn, ausgestattet mit einem Sprachprozessor, Kameras und Sensoren und dem Namen Professor Simon Wright. Doch diese Science Fiction ist jetzt tatsächlich Realität. Entwickelt und gebaut wurde der Roboter in Deutschland, und zwar vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. Dazu der Projektleiter Christian Karasch. Simon ist in dieser Form weltweit einzigartig. Dieses Experiment soll zeigen, inwieweit es möglich ist, die Astronauten im europäischen Columbus-Modul der ISS bei ihren Arbeiten zu unterstützen und sie vor allem bei Routineaufgaben zu entlasten. Im Idealfall könnten die Astronauten dadurch ihre Zeit noch besser und effektiver nutzen. Wir betreten hier Neuland und bewegen uns mit Simon an der Schwelle des technologisch Machbaren. Dabei muss man wissen, dass die Technik an Bord der ISS ziemlich veraltet ist. Sie wurde vor Jahrzehnten entwickelt und ansonsten sind da einige Laptops. Die Struktur des neuen Cyberkollegen wurde in einem 3D-Verfahren gedruckt. Sie besteht aus Kunststoff und Metall. Ein Display stellt sein Gesicht dar und dieses soll sich immer auf Augenhöhe der Astronautinnen und Astronauten bewegen, und zwar schweben. Zwei Kameras dienen als Simons Augen, eine weitere Kamera kümmert sich um die Funktion der Gesichtserkennung und zwei weitere Kameras sind für die Videodokumentation und Zusatzfunktionen wie Augmented Reality eingebaut. Seine Ohren bestehen aus 8 Mikrofonen und ermöglichen Simon eine Richtungs- und Spracherkennung. Um nicht andauernd gegen andere Dinge oder Menschen zu stoßen, gibt es außerdem eine Kollisionserkennung, die mit Ultraschallsensoren funktioniert. Über seinen Lautsprechermund kann er sprechen oder Musik spielen. Trainiert werden kann er nur durch Menschen. Selbstständiges Lernen steht dagegen nicht auf Simons Agenda. Insgesamt 14 interne Propeller machen ihn beweglich in alle möglichen Raumrichtungen. Wenn er angesprochen wird, wendet er sich seinem Gesprächspartner zu, nickt und schüttelt mit dem Kopf und folgt auf Kommandos. In der Schwerelosigkeit an Bord der ISS kann er bis zu 2 Stunden im Einsatz sein. Doch wie genau kann er der ISS-Crew bei ihrer Arbeit helfen? Er dient als komplexe Datenbank für alle Arbeiten auf der ISS und kann zudem als mobile Kamera eingesetzt werden. Durch Simons Anwesenheit haben die Astronauten bei ihrer Arbeit beide Hände frei, denn sie müssen dann die Computer nicht mehr manuell bedienen, mit der Tastatur irgendwas suchen, sondern stattdessen können sie sprachgesteuert Zugriff auf alle Dokumente und Medien bekommen und außerdem auch die Anweisungen für Bedienungs- und Reparaturprozesse an Bord. Alexander Gerst soll insgesamt 3-mal mit seinem neuen Cyberkollegen Simon zusammenarbeiten. Unter anderem steht ein medizinisches Experiment auf der Agenda, bei der der Roboter als fliegende Kamera genutzt wird. Das Projekt soll zeigen, wie künstliche Intelligenz Menschen in solch einem komplizierten Umfeld wie eben an Bord der Internationalen Raumstation der ISS unterstützen kann. Langfristig gesehen soll Simon nach dem Plan seines Entwicklungsteams noch weitere Talente hinzubekommen. Dazu der Projektleiter Till Eisenberg. Mittelfristig wollen wir uns auch Gruppeneffekten widmen, die sich bei kleinen Teams über lange Zeit hinweg entwickeln und bei Langzeitmissionen zum Mond und Mars auftreten können.
Denn die soziale Interaktion zwischen Mensch und Maschine, zwischen Astronaut und mit emotionaler Intelligenz ausgestattetem Flugbegleiter könnte eine wichtige Rolle für den Erfolg dieser Missionen spielen. Auch in Sachen Big Data, also riesiger Datenmengen und ihrer Verarbeitung, Data Mining, soll weiter geforscht werden. Langfristig sollen solche Cyberkollegen die Crew an Bord auch medizinisch gesehen entlasten, denn die Schwerelosigkeit fordert Tribut vom menschlichen Körper. Der Kollege Simon könnte vor allem in Sachen Stress und Zeitdruck eine große Hilfe sein. Simon könnte also zu einem zentralen Bestandteil zukünftiger Raumfahrtmissionen werden, wie zum Beispiel zum Mars. Ja, wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, 1000 Raketen zum Mars, da könnte dann vielleicht Simon auch eingesetzt werden. Bis dann, bleibt dran.